So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Und wir werden jetzt mal gucken, dass wir. Ich glaube, wir könnten jetzt losfliegen, ne? Ja, dass wir mal einen dieser entfernteren Planeten erreichen. Ich habe jetzt hier dieses. Diese gepanzerten Platten entsprechend. Das heißt. Naja, warte mal, ist das falsch? Genau, die bringen wir jetzt mal an. So. Genau. Da machen wir dann. Ja, hier geht's jetzt nicht, das ist aber nicht so dramatisch. Gucken, da müsste ich dann, glaube ich, das hier nehmen, ja. So, vorsichtig. So, andere Seite. Ja, wie gesagt, wir wollen nicht, dass dieser Technologie was passiert. Die soll ja gut geschützt sein. Das andere wäre echt schlecht. Dann kommen wir nicht mehr weg. Wenn es ein bisschen klobig ist, geht das eigentlich. Andere auch noch. Eins haben wir ja noch. Genau. Ist zwar, wie gesagt, nicht jetzt der komplette Bereich, aber ist schon okay. Okay, ja, dann müssen wir jetzt nur die hier oben anbringen. Achso, nee, da habe ich. Was habe ich denn hier gemacht? Okay, ist ja ganz anders. Okay. Also nochmal. Okay. Dann den ganzen Block. Dann so ein. Na, dann so und so. Puh, okay. Das ist ein komplizierter Krams. Also und hier jetzt dann das hier. Ja, ist doch ideal. Alles geschützt, also größtenteils. Hört sich doch eigentlich ganz gut. Da müssen wir nur hier vorne, also hier unten in der Mitte, nochmal was machen. Ich hoffe, dafür reicht es noch. Sagen wir mal 4 Stück, das müsste eigentlich ausreichen. Dann machen wir doch noch ein bisschen mehr. Na. Wir wollen das Risiko minimieren, würde ich sagen.
So, und dann. Warte. Das und wieder das. Tada! Es ist nach vorne geschützt, da an der Seite ist nicht ganz, aber das ist wie gesagt nicht so dramatisch. Ich denke, da kann ich so mit leben. Und hab's zumindest einigermaßen geschafft. Ja, jetzt muss ich nur hoffen, dass ich da irgendwie hochkomme. Ich würde sagen, zur Not damit. Das müsste eigentlich noch möglich sein. Achso, gucken, brauche ich noch irgendwas? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Ich glaube, aus dem Kühlschrank hätte ich alles rausgenommen, was wichtig war. Nee, habe ich nicht. Okay. Halt, Frachtbox, was ist da noch? Noch ein bisschen Sauerstoff und Wasser, okay. Und mein Motorrad, mega wichtig. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo uns das Ganze dann hier hinführt. Wenn ich denn darauf kommen würde. Müssen wir gleich anders machen. Genau, ich brauche jetzt den ganzen Krams hier. Promethiumerz ist mega wichtig. Eigentlich alles davon. Aber wir müssen das mitnehmen. Je mehr ich jetzt dabei habe, desto besser. Ich gucke mal, ob ich von hier aus darüber springen kann, weil dann können wir das auch machen. Müsste eigentlich klappen. Ja, so geht's auch. Ja, uns fehlt noch so eine Dachluke, ne? Das hatten wir ja schon gesagt, entsprechend. Wow, 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 wow. Ja, das war jetzt schon so ein bisschen tricky, ne? Warte. Hier ist er. Wo ist mein Kühlschrank? Der ist, glaube ich, drüben hier, ne? Auf der anderen Seite war die Küche. Genau. Da ist auch schon ein bisschen was drin. Also wir sind schon ganz gut versorgt, ne? Wir hatten bloß noch nichts angebaut, glaube ich. Ja, das müssen wir dann auch noch machen. Achso, halt erstmal, damit ich das nicht nochmal so machen muss, drehen wir das Flugzeug ein bisschen. Oder das Raumschiff viel mehr, ist ja kein Flugzeug. Ich glaube, so müsste es passen, oder? So, kurz schauen. Dann können wir easy peasy hier den ganzen Krams reintragen. Ja, das passt super. Sehr schön. So, alles mitnehmen. Okay, das ist der nächste Krams. Es ging leider nicht noch besser, aber ich glaube, so schon ganz in Ordnung. Ja, das kriegen wir hin. So, alles rein. Ich muss das mal kurz hier hinpacken, dass sich das nicht so vermischt. Und es ist leichter für mich zu sortieren, nämlich. Okay, so viel haben wir nicht mehr da. Es müsste jetzt eigentlich alles noch reinpassen. Hoffe ich. Oh mein Gott, wir konnten an, dass so viele Einzelteile hier sind. Aber jetzt ist alles drin, okay. Sauber. Nein! So ein Dreck.
Das ist echt nicht so einfach, muss ich sagen. Das dann abzuschätzen. Warte mal, was war denn das jetzt hier eigentlich? Xenosubstrat. Okay. Naja, es ist nicht so dramatisch, wir haben jetzt alles Mögliche. Und dann bin ich glücklich und zufrieden. Achso, nee, die Sachen behalte ich lieber mal im Körper. Wobei, das so sinnvoll ist, weiß man auch nicht. Machen wir es lieber mal so. Okay. Ich glaube, sonst war es das eigentlich, ne? Ja. Ja, dann sind wir praktisch abflugbereit und mal gucken, wo wir dann nächstes Mal hinfliegen. In dem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.